Noch nichts getrocknet. Mist. Alles nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, dass das schon weiter ist, alles. Moment mal. Also der Wolfspelz ist 70, 53, 12%, 72, manches nur 1%. Ja, da ist noch einer trocken. Der ist trocken. Der ist bald trocken. Ich hätte ja erwartet, dass die Auernschößlinge mal fertig wären. Aber auch das ist nicht der Fall. Ich lege die mal unter den Tisch. Wie soll man denn da einen Bogen draus bauen, wenn das Zeug nicht trocknet? Wie ist es das fertig? Und das dahin. Der ist bald trocken. Nun gut. Achso, der passt da nicht mehr rein. Entschuldigung. Zeug verliert hier drin leider auch an Haltbarkeit. Elf grüne Brückenschüssel. Das ist die Notreserve. Da packen wir gleich mal hier noch ein bisschen was dazu. Essen. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit schon im Hinterkopf gehabt, dass man jetzt vielleicht den Bogen craften können. Dummerweise ist das noch nicht. Weil es ist noch nicht genug Zeit vergangen. Das Zeug ist noch nicht trocken genug. Was ich machen kann, ist allerdings mal gucken. 99%, 18%. Ja, die Socken gehen langsam ziemlich doll kaputt. Wir brauchen Stoff. Wir haben nur das Ding gefunden. Das gibt halt nur einen Stoff. Für 45 Minuten ist das echt erbärmlich. Aber es nützt ja nichts. So, jetzt muss ich mal die Socken reparieren, bevor hier ein Unglück geschieht. Genau. So, hier wird es dunkel. Ich würde sagen, ich trinke jetzt mal einen Schluck und dann schlafe ich mal ein bisschen. So. Und währenddessen überlege ich gerade schon, wie ich hier weiterverfahre. Also ich werde auf jeden Fall noch eine halbe Stunde aufnehmen. Die Frage ist, was mache ich in der halben Stunde? Und die Antwort ist, wahrscheinlich kriege ich nochmal da Richtung Goldmine hoch und hole die Seile. Jetzt will ich nochmal kurz die Zeit vertreiben, bis es ein bisschen heller ist. Das hebe ich mir auf. Aber wie ist unsere Kapazität? Wir haben 12 Kilo. Bisschen wenig. Ja, machen wir die nochmal ordentlich. Ist da nochmal einen kaputten Pfeil, sehe ich da auch noch, den man reparieren könnte. Apropos. Das könnte ich doch definitiv machen. Ich crafte jetzt einfach mal ein paar Pfeile. Und jetzt muss ich bloß die Werkbank finden hier im Stock, Duster im Zimmer. Du Scheiße. Ja, Moment. Zerlegen wir mal noch den anderen Pfeil hier. Und dann sollte es langsam hell werden. Gibt's noch was zu zerlegen? Ja. Ah, das ist doof. Bitte verlassen. Moment. So.
Esse ich mal ein bisschen Wolfsfleisch. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Schimmeliges Elchfleisch. Muss jetzt nicht sein. Aber normales können wir essen. Immer noch Tobi hier drin. So. Hier ist die Schublade. Hier ist ein Fellschaft und hier sind drei Spitzen. Ich glaube so. Ich brauche jetzt zwei Spitzen. Das heißt, eine noch. Brauchen wir noch das Werkzeug. Moment. Das war ganz links, ne? Beil, weiter links. Bank, das da. So. Der Witz ist, wir sehen gerade nichts, aber wir können es trotzdem craften. 1,5 Stunden. Das spart jetzt nicht so viel. Aber wir machen es mal. So, dann wird sie nämlich hell drin. Ja, wunderschöne Pfeile. Wieder da hin. Die kommen in die Kiste, würde ich sagen. Ich nehme noch eine Seenotfackel mit für etwaige Wolfsprobleme. Ein Liter Wasser können wir eigentlich hier lassen. So viel brauchen wir da nicht. Und ansonsten, wie sieht's aus? Ja, ja. 14 Kilo gerade mal Kapazität. Dann würde ich vielleicht die Hagebutten auch erstmal hier lassen. Und die Krähenfedern. So. Das kann auch was hier bleiben. Das vergammelt zum Glück alles nicht so. Hoffe ich zumindest. Vielleicht belehrt mich das Spiel auch eines Besseren. Ja, genug Drops. Brauche ich da nicht. Holzkohle kommt mit. Genau, und dann können wir da oben vielleicht sogar ein bisschen kartografieren. Wobei, vielleicht ist es sogar besser, ich mache das mal andersrum. Oh Gott. Gib mir alle. So. Wo ist ja. Mal die Holzkohle mit. Ja, wenn wir das schon öfter befeuert haben, ist auch eine Menge drin. Jetzt komme ich wieder zu diesen Zwillingsfällen. Gibt es gutes Wetter, bis auf den Nebel. Aber es ist wenigstens nicht kalt. Wie ihr dann links unten schon erkennen könnt, sinkt die Temperatur nur sehr langsam. Ist das hier die... Also, ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, beide Seile von da oben runter zu holen. Aber ich werde es jetzt mal so handhaben, dass ich sage, ich nehme alles mit, was ich tragen kann. Und wenn das beide Seile sind, dann sind das beide Seile. Nicht wahr? Du musst du dann hochhören und dann da oben hinter dem Wasserfall machen. Eigentlich ironisch, also der beste Loot auf dem einfachsten Weg versteckt. Ich bin so ein Feuerturm. Was ist denn hier? Ist ja nice. Danke. Okay, weiter geht's. Ich fasse dieses verdurste Essen erstmal nicht an. Weil ich ja erzähle. Aber jetzt klappt das. Es ist schön, dass es da ist.
eigentlich auch praktisch, dass ich hier die Kletterwand hier gemacht habe. Weil mit denen kannst du nur halt alles abhängen. Damit hängst du wirklich, denke ich, und Björn locker ab. Also alles, was hier in die Schlucht reinfolgt, wenn man hier nochmal durch Speed ran will, auch nur bloß bis zu dieser Kletterwand hier kommen. Dann ist man sicher. Komplett. Hier oben scheint ja nichts zu sein. Ja doch, hier waren ja auch zwei Wölfe. Ja, aha, hier waren zwei Wölfe. Und das hier hängt ja die Übel zur Höhe. Da muss ich jetzt gleich wieder durch die Höhle, ne, mit dem Wasserfall drin. Ja, ja, war mir schon klar. War mir schon klar. Was? Ich muss schon lange rumzurennen. Ja, wenn ihr euch nicht benehmt, mache ich eine Mütze aus euch. Lass mich in Ruhe. Ach, den haben wir schon. Wie man so hinter sich tapsen hört, ne? Ja, hier ist jetzt schon süß. Nee, wer ist ein Süßer? Wer ist ein Süßer? Oh. Angst. Warum was? Komm nicht vor dem Bär, der hier gleich rauskommt. Gerade überlegen, wie ich das hier mache. Ja komm, mach mal aus und machen dahinter mit dem Streichholz wieder an. So, alles ausziehen. Okay, ich bin durch. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Nee, nix. Oh, ich glaube, ich stehe noch mittendrin. Ist ja dumm. Ist schon. Wir müssen ein Feuer machen, bevor die Fackel ausgeht. Diesmal machen wir hier aber keine Rast drin. Ist nicht nötig. Was habe ich gesagt? Bogenschießen Level 3 will ich haben, bevor ich hier die Schlucht verlasse. Ne? Das ist ganz schön challenging. Okay, ich habe mir schon wieder irgendwas eingebrockt, was ich hier nicht halten kann. Es kann ja durchaus sein, dass die Viecher ja mit all meinen Pfeilen abhauen. Und ich deswegen das gar nicht schaffen kann. Also in dem Fall müssen wir dann in der Regel abweichen. Und Bogenschießen Level 3 ist ganz schön viel. Ich guck mal.
Ich guck mal, es kann ja, also mir kommt es ein bisschen fast so vor, als hätten wir schon das meiste gesehen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Die Hochebene zum Beispiel fand ich wirklich ganz interessant. Und das war auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues. Und vielleicht findet man hier oben auch noch einen anderen versteckten Pfad oder was ist das hier eigentlich? Ah, eine Textur. So, na komm, bleibt man nicht immer an den Steinen hängen, ist ja ätzend. Nicht mehr mit. Jetzt müssten wir hier gleich wieder in das Atrium kommen. Ja, okay. Ich habe zu früh losgelassen, ich weiß. Oh! Guten Tag. Der muss hier reingefallen sein. Das ist mir auch neu, dass das hier Viecher nachträglich reinspawnen können. Na gut. Und dafür habe ich das Feuerzeug mit, ja. Man muss ja seine Chancen nutzen. Come on, little fire. Wir haben noch nicht ein Reh gejagt, ne? Und trotzdem schon 6 Pilze. Perfekt. Und bitte diesmal dran denken, Wasser zu machen. Ja. Hier, was machen? Ich will noch einen Teegarn oder eine Tomatensuppe. Mach ich nicht. Kann ich eigentlich mit der Hände zerreißen? Dann machen wir das jetzt immer mal so, würde ich sagen. Ja, dann haben wir ein gutes Stückchen. Draufpacken. 47 Minuten. Ein Stück Kohle drauf. 13 Minuten bis Siedepunkt. Ja, das passt doch. So. Jetzt nehmen wir mal einen Garrichten. Rest hier auch noch. 25 Minuten, 31. Das passt mir sehr gut in den Kram. 36 ohne Werkzeug. Vielleicht mal essen. So. 56 Minuten. Stunde 12. Oder so. So, das noch. Und das nehmen wir wieder mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Und dann haben wir das Rehchen. Komplett verwertet haben, ne? Ich gehe jetzt wieder hoch. Der Kadaver zur links, wir müssen mittlerweile auch schon verdammt hoch sein. Ja, 3,5 schon. Richtig krass. Das liegt natürlich daran, dass wir den Elch zerlegt haben. Aber auch, dass wir ja jeden kleinen Kadaver am Rand mitnehmen.
Wie gesagt, 5 ist das Maximum. Ich vermute mal fast, das schaffen wir da als erstes. So. Jetzt höre ich mich hier noch mal ein bisschen genauer um. Ich möchte zum Beispiel mal wissen, wo man hier überhaupt rauskommt. Das ist ein Stufenwasserfall. Die kenne ich gar nicht. Doch, ist es. War ich gerade da unten mit den Wölfen? Jetzt leider nicht, Leute. Ich sehe halt verdammt gern, was hier was mit was verbindet. Na, hier geht's auch noch rüber. Ach ja, hier gehst du den Bären runter, ne? Einen schönen Blick riskieren. Schön, okay. Sag's euch, wenn er der Bär ist. Dann nehme ich ja die Beine in die Hand. Ne? Hier, friss. Mal sehen, wo die landet. Wäre eigentlich auch eine gute Möglichkeit, ne? Dass man einfach einen Haufen Fackeln irgendwo runterwirft. Und dann guckt, wo die leuchten. Also diese, ich glaube, diese Vertikalität von den Leveln hier, die macht mir zu schaffen. Deswegen komme ich nicht so klar drauf. Notfackel. Zedernholz. Ja, fast so. Jetzt könnte ich den Bären hören. Ja, ich kann ihn auch sehen. Du kannst den Darm haben. Ich gehe dann mal. Tschüssi. Ich will mich nicht mit dem anlegen, ohne Scheiß. Der macht mich platt. Da geht's da runter. Und da scheint. Da scheint auch nochmal Gebäude zu sein. Eigentlich interessiert mich das ja. Aber es ist nicht wert, vom Bären. Nicht das Wort fressen benutzen. Aber der kann eben ganz schön übel zurichten. Und der macht halt auch meine Kleidung kaputt, wenn er mich erwischt. Und darauf habe ich keine Lust. Deswegen renne ich jetzt einfach mal ein bisschen weg. Hier sollte man auf jeden Fall nicht mehr hinfolgen. Oh Gott, ist das gruselig, diese Brücken, ne? Das Wetter ist perfekt zum Kartografieren. Oh, da ist noch ein Auen. Birke, nimm alles mit. Also ich glaube, ein drittes Mal werde ich hier nicht hochkriechen. Ah, wer weiß, aber trotzdem. Kann man mir nicht nehmen. Ja, doch, geht schon. Aber in dem Fall nicht. Drüben ist ja Ausblick, ne? Schau jetzt hier trotzdem nochmal auf die Kanten. Das ist vielleicht der Bittersumpf. Erstaunlich, ne? Eine Brücke mit dem Buggy Streichhölzer. Glaube ich. Ich würde hier nicht freiwillig rübergehen. Da müsstest du mich schon zwingen. Und da müsste die Brücke auch weit, weit, weit sicher aussehen. Was ist los?
hier bloß rüber. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht hier, aber das ist jetzt mal doch ein bisschen gruselig. Und jetzt bin ich auf dem monolithischen Felsen, das Tal überragt. Und zirkel den quasi einmal. Und auf der anderen Seite auch wieder über die Hängebrücke zu gehen. Ja, da drüben, das bewacht der Bär, dieses, ich sag mal, Dorf. Da würde ich halt auch gerne mal hin. Wie kommt man da hin, ohne an dem Bär vorbeizukommen? Das müssen wir eigentlich machen. Eigentlich müssen wir das machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir an der Stelle die Kletterseil benutzen könnten, um dann da runterzukommen. Ich werde es mal riskieren. Also ich hole jetzt ein Kletterseil und dann riskieren wir es mal. Glaube ich. Was ist denn jetzt hier eigentlich der Ausblick? Hm, hier. Da drüben irgendwo müssten wir aus der Höhle gekrochen gekommen sein. Und dazu? Das ist die Brücke mit den Buggy-Streichhölzern. Fertig spüren. Würde man vielleicht die Signal Flare mitnehmen sollen gegen den Bären. Das ist ja hier. So, da geht's höher. Da will ich jetzt. Ach doch, ich brauche ein Kletterseil. Wolfsbissausblick. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob das das ist, was da in der Notiz gemeint war. Ja, scheint schon. Spaltenhöhle. Ach nee. Ah, hier blicken wir quasi runter auf das Elchtal. Mit. Ist da die Höhle? Da hinten haben wir den Elch gekillt. Hier geht's zurück. Und dort in der Richtung irgendwo müsste unsere Hütte sein. Glaube ich. Da geht's hoch, da ist der Birkenwald vermutlich steigend. Das ist dann das Hochplateau. Hm. Was machen wir nun? Also ich sollte vielleicht wirklich ein bisschen pennen. Bevor ich mich mit irgendwelchen Bären anlege. Weil im Zweifel kann ich ihn wegsprinten? Na, glaube ich fast gar nicht. Ich glaube, der ist schneller als ich. Egal wie schnell ich sprinte. Ich dachte, ohne das Kletterseil möchte ich das gar nicht versuchen. Ich habe den Verdacht, man kann da drüben eine Abkürzung bauen mit dem Kletterseil.
Hier hätte ich das Gewehr gefunden, ne? Das war hier dahinter. Ja, genau. So, der Kollege da bei sich. Was ist das hier für ein Tal? Warte mal, wie das mag ich das? Ja, das geht. Da liegt eine Leiche. Ja, wahrscheinlich da, wo ich gerade bin. Da steht was mit Langfeller. Ah. Das da sind vielleicht die Langfeller. Ich will noch nicht so den Reim draus machen. Hm. Ich habe schon gesagt, dass ich es verwirrend finde, wie die Levels aufgebaut sind. Ich weiß, dass hier ein Kletterseil ist, aber das nehme ich jetzt auch mit. Und irgendwo anders lag jetzt auf einer Brücke und ich habe es vergessen. Das war sehr klug. Egal, das nehme ich mit. Und wir schauen jetzt mal hier den Hang runter, das habe ich beim letzten Mal nicht getan. Wobei ich mir 99% sicher bin, dass wir da an das Kletterseil kommen, was dann am Ausgang der Mine endet. Ah, vielleicht wie mein Rucksack oder sowas. Voilà. Ganz müde. Ich muss an der Stelle aber mal ganz kurz eine Unterbrechung machen. Ja, bin gleich wieder da.